point. Oder? Ah. Hello. Hi. Hallo? Nein! Nein! Was war das denn? I have no idea. My controller don't work. But it was not the device. Supi. Verbrannte oder durch heißen Dampf verbrühte Haut sieht faltig aus, wie ein Fliegenpilz im Winter. Du flinke kleine Sau. Schlucki, schlucki, schlucki. Runter. Yo, yo, yo. Ordentlich Zähne. Super. What? Kennst du die Redensart, dass Rauchen rechtes Wachstum hemmt? Erwachsene ermahnen ernsthaft ihre Kinder damit. Meist mit einer Meerschaumpfeife im Mundwinkel. Du musst nicht inhalieren. Lass dich vom Rauch einhüllen. Wie lange sind wir denn schon live? 1 hour and 23 minutes. Mysterious East. Geil. Beautiful. Oh, schön. Nice. Das gefällt mir. Auch wenn die Schleife, die Brosche vielleicht nicht ganz so, vielleicht ein bisschen zu traurig ist, aber das Kleidchen von der Alice ist schon nice. Ja. Wir dürfen natürlich nicht das Wasser berühren. Ist schon ein bisschen, wie heißt's? Ist schon ein bisschen, ja, anspruchsvoller hier. In welchem Kapitel sind wir denn? Kapitel 3. Wie viele Zähne habe ich? 500. Der Autor verwischte den Unterschied zwischen Poesie und Pessimismus. Na, oh, komm, verschissen. Hey, Clover. Irgendwie geht's da unten hin. Soll ich mich opfern? Also, wir können hier an der Kette ziehen. Ok.
Okay, hier geht's ordentlich weiter. Hier aber auch. Das ist eigentlich ganz nett, diese Gegend hier. Weil die doch ein bisschen tricky ist. Ah, warte mal, kann ich eigentlich... Ich höre es doch im Hintergrund. Nein, hier nicht. Oh, das sind Mahjong-Steine. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe früher auch mal Mahjong gespielt. Habe ich mir... Irgendwo müsste ich auch so eine Sammlung noch haben von... Steinen. Also nicht im Real Life Steine, sondern in des Bums. Das bedeutet, irgendwo müsste ich in meinem verstaubten Archiv von PC-Spielen, müsste ich irgendwo noch so eine Mahjong Stone, Mahjong Spielesammlung haben. Ein nettes Game. So für zwischendurch. Wer behauptet wahre Kunst, diene weder Zierde noch Zweck, der kennt die Ästhetik des Ostens nicht. Das stimmt. Also ich persönlich, was Kunst angeht, da stimme ich leider dem Professor ein bisschen zu. Also ich bin ja voll der... Freund von dieser östlichen Kunst. Ist einfach schön. Hat einfach was. Aha. Oh. That was my instinct. Oh, beautiful. Ja, ich bin der arme Dodgson, ein erbärmlicher Segler und ein noch schlechterer Kapitän. Ohne mich wären wir auf der Isis glatt auf Grund gelaufen. Auf der Isis? Aha. Naja, ich bin absolut no shooter and horrible at shooter games. Hallo Misukina, grüß dich. Aber was Jump and Run und Hack and Slay geht, habe ich so einen gewissen Instinkt. For our Russian guest, I am pretty, pretty horrible and bad in shooters, but I have a good instinct in Hack and Slay and adventures. Ich hab mich nicht bewegt. Ich hab mich nicht bewegt. Oh, ist das mies. Ich hab mich nicht bewegt. Hino and Misukina already know it. It's my first stream on Twitch. Normally I make videos and streams on YouTube. At the moment the game sometimes lagging a bit. I have no idea why. Maybe one reason can be happen because I'm not only streaming this game, I recording this too. And if my follower wish it, I can upload this game if we finish this as Let's Play project. So I have it on my hard devices. I have four devices for Festplatten for my hard disks and one for my Windows system, one for games, one for normal datas, one for game videos, and the first parts
of this game, we streaming this on YouTube. So on YouTube I can download my stream in 40 minute parts. Das Feuer rauschte herein. Build sie brannte direkt lichterloh. Niemand weiß, and wie sie überlebt hat, außer Alice. Und die uploaded on YouTube aus. Later maybe. Erinnerst if you wish dich? It. So yeah. So sorry about my English. Sometimes it's good, sometimes it's not so good. Yeah. That's my problem. Oh, konnichiwa! Santoryo! Schlucki! Was? Eine Suppe? Nee, hab ich nicht. Was für Muschis alle freigeschaltet sind. Ich habe da noch gar keine Bots, noch nichts drin. Aber wie gesagt, ich persönlich bin ja, was Streaming und so ein Kram angeht, eher ein Freund von weniger ist mehr. Ich mag das halt nicht, wenn man da so extrem viele Bots und zu viele Overlays drin hat. So ein bisschen Overlay mag ich ja auch, aber es darf das... Nein! Der Controller ist ausgegangen, aber warum? Batteries are empty. Wie gesagt, ich bin ja ein Freund von ein paar Overlays, ja, aber wenn es zu viel wird, gefällt mir das gar nicht. Von daher, jo. Gut, jetzt klappt's wieder. Aber die muss ich jetzt in meinen Charge reintun. Kurz überlegen, gibt es hier noch irgendwo was oder nicht? Boah, it's pretty warm. Ah, okay, da unten gibt es noch was. Oh, ist zu. Okay, shit, I can't go back. Clover, why are you asking me this? I didn't know you. I have no idea how are you looking and looks like a bot. Oh, diese blöden Wespen! Oh, was zum... Jetzt aber... Alter, die sind ganz schön fix. Die sind ganz schön schnell. So, ich glaube, dass die Wespen
hier offiziell gar nicht wohnen. Sieht nämlich eher so aus, als hätten die einfach hier diese Grashüpfer alle, diese Origami-Grashüpfer alle platt gemacht. Hier gab es jemanden, wurde er erstochen oder hat er Arakiri gemacht? Ich weiß es nicht. Naja. It don't look so good. It doesn't look so good, sorry. Wir wollen es ja, wenn schon, richtig machen. Okay, da will ich hoch. Da soll ich auch lang oder soll ich da lang? Nee, da lang nicht. Warte mal. Sneaky Peaky. Manche Gerüche sind einzigartig. Nie wird man brennendes Menschenfleisch mit einem Lammkotelett verwechseln. What? Burning human flesh. What the F? Ah, okay. I have no idea. That's a problem in, if you... Was? If you, Hallo, Game. Oh, Gamepad's total buggy. Not the Gamepad itself. The game has a problem. Yeah, it's a bit problematic if you learn people only virtual. So they don't know you, you don't know them. So it's hard to change, or it's hard to declare what's a joke and what's not a joke. Okay. So don't be mad at me if I understand something wrong. It's only because I can't see Mimic, I can't see Euphorie or stuff like this. Sie, die eine einzelne Seele rettet, rettet die ganze Welt. Erinnerst du dich? Lucky! Oh. Nice! Holy moly! Broly? Okay. Super. Wait. I can hear you, Pig Nose. Where are you? I want to give you my pepper. What? Nope. Okay. Da muss ich hoch. Da will ich hoch. Wo ist diese Schnauze? Das stimmt, ja.
Das ist halt diese Sprach... letzte Speaking... the Language Barrier. Kurz, let me think a minute. Es muss da rüber gehen. Die Frage ist, wie? Vielleicht da lang. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wie komme ich zu dieser Schweineschnauze? Ich will da jetzt nicht aufgeben. Hier geht's weiter storymäßig, aber... Oha, das sieht nicht gut aus. Hier ist irgendwo eine Schweineschnauze. Kann sie hören, aber ich... Oh, ich Idiot! Oh, man! Hier. Ich will nicht wissen, wie viele Leute gedacht haben. Mensch, Graf, du Idiot! Oh, das ist so stupid. I am so stupid. Sometimes you don't see any tree if you stay in the woods. Ist sie die Auserwählte? Die Rettung? Unsere Wohltäterin. Was, wenn du Frau hast, wenn du hast Frau mit Bart, kann... Gut, keine Ahnung, ich bin hier irgendwie ein Dingsbums, eine Wohltäterin mit Alice, ist jetzt die Frage. Ah, ich nehme mal lieber... Yep, das habe ich mir schon fast gedacht. Wir behalten nur eine der Lampen, Alice, als Nachtlicht. Aber nur im Flur oben und nur bis du 12 wirst. Es ist Alice. Die Große, die Mächtige, die Mutige, die Tollkühne, die Wahnsinnige, die Ungestüme. Bin ich jetzt tollkühn oder bin ich wahnsinnig? Was bin ich denn jetzt? Die kann sich auch nicht wirklich entscheiden. Sprich mit den Ältesten. Das ja, das mache ich ja. Er weiß Dinge. Er denkt sogar Dinge. Also das Einzige, was ich jetzt wahrscheinlich noch in mein Overlay mit reinbringen werde, liegt einfach nur daran, dass ich es aktuell einfach nicht besser hinkriege wegen Dingsbums. Wegen Gründen. Ich kann halt die Twitch-App aktuell nicht öffnen. Oh, schön. Sexy. Naja. Weil ich halt aktuell selbst nicht genau weiß, jetzt wie viele Leute mir zuschauen oder nicht. Und ich dementsprechend auch vermeiden möchte, mit mir selbst zu quatschen oder nur für mich selbst zu streamen. Werde ich wahrscheinlich irgendwo mein Overlay noch den Stream-Counter reinsetzen. Stream-Counter im Sinne von, der zählt mir dann die Zuschauer an, ja. Ich will jetzt nicht deine ewig... Deine Erfolge in Kampf und Rätseln legen nahe, dass du den kommenden Aufgaben gewachsen bist. Das Mentale wird deine Würdigkeit bestätigen oder deine Niederlage verkünden. Misukina, alles klar, vielen Dank für die Info. Es wäre lustig, wenn... es wäre ganz nett, wenn du mal eine Sache hab ich. Wie findest du denn die Endscreens, die ich für Hellblade und Final Fantasy gebastelt habe? Wie findest du die denn? Hast du die schon mal angeguckt? Ich habe den Steam einen Link geschickt, um dir einfach mal zu zeigen, wie die aussehen. Die sind relativ kurz. Von daher, aber da kam diesbezüglich auch keine Rückmeldung. Das ist halt schade. Die Endscreens einzeln, die sind nicht gelistet. Das bedeutet, die findet man einfach nicht auf meinem Kanal. Da muss man dann schon einen Special Link bekommen. Jo, ich arbeite halt mit Endscreens, weil das
Oh, du Elende. Ah, ich kann ins Wasser. Okay, dann hat sich das geklärt. Ich dachte, ich könnte hier nur auf dieser kurzen Plattform kämpfen. Naja, auf jeden Fall habe ich bei manchen Spielen, arbeite ich jetzt mittlerweile mit Endscreen oder ich versuche es zumindest, wenn es halt möglich ist. Aber so ein Endscreen, mein Problem ist halt bei den Endscreens ist, ich kann die nicht einfach mit den ganz normalen gewohnten Stream- und Schnittprogrammen einfach einschneiden, wie ich es gewohnt bin, sondern ich muss es wirklich mit einem Renderer machen. Das bedeutet folgendes, ich habe eine Rohdatei in 1080p Qualität, muss natürlich das die 30-40 Sekunden Endscreen mit einbeziehen, dann mache ich aus einer, sagen wir mal, 4 GB Datei, mache ich dann auf einmal eine 8 GB große Datei, weil der Renderer des Programms einfach beschissen ist und ja, dementsprechend scheiß Muxer da rumeiert. Ist natürlich doof, deswegen werde ich Endscreens nur für, ja, wie soll ich das sagen, für kleinere Projekte benutzen und wenn die Parts länger sind, sprich Final Fantasy zum Beispiel, da sind so 40 bis eine Stunde, Hellblade, It's a Noah Sacrifice läuft ja aktuell auch als Premiere-Projekt auf YouTube, ist auch ein schönes Spiel. Ah, okay, dann kam das irgendwie nicht an. Ich bin mir gar nicht sicher, bei Steam muss ich da nochmal zweimal nachgucken. Ich habe 23 Züge. Zum Glück habe ich unendlich Zeit. Das war einfach. Doch, das war einfach. Okay. Du kannst uns retten. Ich öffne den Pfad. Es ist nur schade, dass der Justin aktuell nicht da ist. Der weiß nämlich, glaube ich, nicht, dass ich auf Twitch streame gerade. Ich wollte es einfach mal probieren. Einfach auch, weil man auf Twitch nicht ganz so krass gehatet werden kann wie auf YouTube. Und so kann ich halt sagen, okay, YouTube ist rein für Let's Plays zuständig und Twitch vielleicht zum Stream. Je nachdem muss ich halt mal gucken. Was mir persönlich sehr gefällt, sind die Plugins, dass sich OBS direkt, wenn es mit Twitch verbunden ist, direkt der Streamchat öffnet und die Streaminformationen. Sie ist faktisch krank, stellt sich verrückte Dinge vor und hat einen Heldenkomplex. Einen Drang, anderen zu helfen, weil sie sich selbst nicht helfen kann. Und einen Hang zur Weltverbesserung. Sie will den wahren Sinn ihres Lebens entschlüsseln. Und weiß nicht, wer den Schlüssel hat. Ja, die Stream-Informationen haben die jetzt aufgeploppt, genauso wie der Chat. Das ist sowas ganz gut. Ja, das habe ich mitbekommen. Ich krieg solche Benachrichtigungen. Auch die Stream-Informationen, da ist jetzt hier von OBS so ein kleines Dingsbums aufgeploppt, wo dann halt drin steht, okay, ich kann jetzt die Stream-Informationen ändern. Das ist wesentlich, wesentlich einfacher als bei YouTube, wo man das immer über den Browser im YouTube-Studio machen muss und allem drum und dran. So kann ich das recht entspannt machen. Warte mal, ich würde gerne diese Zähne mitnehmen. Ja, ich bin so eine kleine Sammelsau, aber ich würde gerne... Nein! Scheiße! Ja, ich hab da so eine kleine Benachrichtigung bekommen. Das ist ja auf meinem zweiten Monitor, ist es ja offen. Wie ihr wisst, ich besitze ja aktuell 3. Das ist so strange. Ich mal bedenke, dass ich vor meiner IT-Ausbildung mit 2 relativ kleinen zu glücklich war. Jetzt habe ich 3, davon sind 2 ungefähr einen Meter Diagonale. Das sind halt Fernsehgeräte. Ja. Das eine habe ich von der Oma zu Weihnachten bekommen. Ja, ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft. Der ist 2,5 Meter groß. Jetzt habe ich noch so ein Meter-Ding, bevor es im Keller verstaubt. Hier hast du es. Gut, Zweitmonitor. Ist mittlerweile auch mein Hauptmonitor manchmal. Ist natürlich an der Herzzahl ein bisschen blöd, weil es halt ein TV-Gerät ist. Aber da kann man ja auch mit einem Grafiktreiber ein bisschen emulieren. Der dritte Monitor ist halt wirklich ein Fernsehmonitor. Scheiß Auflösung, aber dafür groß genug. Aber um OBS mal anzuzeigen oder irgendeine Playlist laufen zu lassen, super.
Und der mittlere Monitor ist halt der Management. Ja, da ist eigentlich der mit seiner 50 cm Bildschirm oder 60 cm Bildschirmdiagonale. Ist zwar ein guter PC-Monitor, aber zum Managen ist er einfach super. Ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Head in Time. Ich weiß nicht, inwiefern diese Let's Plays alle, wer von den Zuschauern diese Let's Plays guckt, Head in Time zum Beispiel oder Kingdoms of Amalur. Um es nochmal zu sagen, Hino wird das wahrscheinlich zum zweiten Mal hören, genauso wie der Blub wahrscheinlich. Head in Time ist fertig, habe ich abgeschlossen. Den Streamplan habe ich ja, also wie das, wann das hochgeladen wird, beziehungsweise ist alles hochgeladen, wann das freigegeben wird, mit Datum, mit Partnummer, mit Finale etc., ist ja schon überall angegeben, also in meinem Discord-Channel und dementsprechend auch, ja,